Hallo, wir spielen wieder Dummschwärminas-Dinge. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir beide jetzt Slay the Spire spielen. Einmal ich, dann einmal Schwer. Und der, der besser macht, darf Hundi richtig eine reinhauen. Ja, so richtig. Bam! Ja, so richtig mit Anlauf. So. Also, willkommen zurück zur Dummschwärminas-Super-Show. Wir haben The Endless Night bei mir durch. Dann spielen wir jetzt The Binding of Spire. Und ich nehme gleich den neuen Charakter und werde hart verkacken. Weil ich habe... Beim Temboy gibt es ja schon Slay the Spire, darum kann er sowas machen. Ich würde bei mir dann wahrscheinlich mit einem einfachen anfangen. Du kannst in der vierten Folge, also in der vierten Aufnahme mit dir spielen, im vierten Run. Wenn du alle Runs gewinnst, weil ich glaube, du musst nur einen Run mit dem vorherigen gewinnen, um die neuen frei zu spielen. Nee, ich hab's ja schon. Ach so. Okay. Entferne eine Karte aus dem Deck, finde ich eigentlich geil. Aber wir haben nur 10 Karten, merke ich gerade. Ja, ist so früh, aber warte mal, du hast halt... Deine anderen Karten, die du hast, sind halt schon ziemlich nice. Also die Special-Karten, die du bekommst mit dir. Ja, die bleiben. Deshalb ist es vielleicht doch nicht so schlecht. Und da das... Ne, warte, das ist ein Angriff und Block. Was gibt's denn? Tränke ist halt relativ nutzlos meistens. Und wobei, verliere 21 TP und entferne 2 Karten, hört sich gar nicht mal so schlecht an. Dann könnte ich nochmal einen Angriff und eine neue Verteidigung machen. Dann hätte ich die Ratio immer noch, aber meine Specials kommen schneller. Genau, und 21 TP ist nicht gerade die Welt. Ausbruch und Wachsamkeit, oder? Ja, weg mit dem Scheiß. Wir spielen Vanilla. Ja, das ist cooler. So, das Gimmick von dem Charakter ist, die kann ihren Stance ändern. Ist so Jojo-mäßig, glaube ich. Mhm. Wo wollen wir lang? Ich habe halt echt keine Ahnung, wie viele Eliten ich mir mit der zutrauen kann. Wahrscheinlich 0. Mhm. Was habe ich starte hier? Dass du viel Fragezeichen hast, das mag ich auch immer gerne. Ja. Ich fand es bisher doof, weil ich mag das Geld, aber ehrlich gesagt, die Fragezeichen sind so oft so krass. Hier, gewinn das Spiel. Ach so, okay. Er greift nicht an. Ich habe aber blöderweise nicht... Scheiße. Wir sollten so schnell... Okay, da ist ein Bonfire. Was heißt, wir können craften davor. Wir können geil machen. Ja. Vielleicht meine ich nicht den Super Elite. Kommt drauf an, wie gut die Karten werden. Ey, was ist das für ein Wunder? Wo kommt das her? Ist das doch dein Relikt? Das ist durch mein Relikt. Zu jedem Kampfbeginn ein Wunder. Und das gibt einfach eine Energie. Okay, das war jetzt einfach Zufall, dass es 0 Energie gekostet hat. Das kann auch kosten. Nee. Wunder kosten immer 0. Oh. Das gibt einfach eine Energie. Das wäre auch blöd, wenn es eine Energie kostet und dir eine Energie gibt. Okay. Flaschenschwer. Pass auf, ich überlege mir gerade, ob ich Wachsamkeit schon einsetze, aber es gibt einfach wenig Sinn. Nee, gibt's nicht. Weil, wenn du Wachsamkeit verlässt, kriegst du 2 Energie. Was heißt, in der nächsten Runde könnte ich fett angreifen, wenn es gut läuft. Wenn du... Ich muss ja jetzt Zorn ziehen. Wenn du gutes Zeug bekommst. Ja gut, okay, stimmt, du den 2er Angriff solltest du auf jeden Fall bekommen, aber dann bist du halt im Hut. Lass mal rechnen. Ich kann alle 3 Schläge machen, das heißt, ich mache 9 Schaden. Und dann 12, 12, 12, das muss reichen, ich rechne jetzt nicht. Ich hoffe, das reicht. Okay, ja, das reicht easy. Die macht dann doppelt nicht, ich dachte, die macht nur 50% oder sowas. Ich habe zweimal gespielt. Und habe schon längst wieder vergessen, weil Kopf. Interessant, will ich nicht. Füge 9 Schaden zu, verlasse deine Haltung. Ich glaube, das ist nett, um den Zorn wegzumachen. Erhalte 3 Block, wenn im Zorn ist, erhalte mehr Block. Das finde ich Blödsinn. Ja, das lohnt sich nicht. Aber eins der beiden, also Zorn verlassen hilft. Ich weiß nicht, was sie sonst so für Karten hat, darum kann ich es halt schlecht sagen. Es gibt noch ein Archetype, kann man sagen. Das ist eine dritte Haltung, Göttlichkeit. Da sammelst du quasi Marken bis 10. Wenn du 10 hast, erlangst du Göttlichkeit, machst auch doppelt Schaden und kriegst 3 Energie. Aber es reicht nur für eine Runde. Ich glaube, ich will Block. Weil es ist bei anderen Charakteren so, dass ich am Ende immer zu wenig Block habe. Also in den Streams habe ich bisher nur gesehen, dass du unglaublich defensiv spielst. Aber das macht ruhig, mach euch so wie du es. Aber wo ich unglaublich defensiv gespielt habe, habe ich es halt bis zum Herz geschafft. Ja, gut. Zorn. Nee, okay. Na, erstmal das, dann bin ich saftig, ja? Und dann boxen wir den einmal. Blaues Volk. Licky. Ich mag den nicht. Ja. Der mag dich schon. Ja, ist ja ekelhaft.
Hat's drauf auf die Gusch. Ha. Richtig. Gib ihm! Gib ihm! Und dann gehe ich mal vorsichtshalber nochmal in Wasser. Wobei, ja, er greift nicht wem? An. Du brauchst einen Schlag, den kriegst du garantiert und du hast gewonnen. Das stimmt. Nee, warte. Doch. Pass, ich zieh, glaube ich, 5 Karten, geht ja weg. Dein negativer Effekt geht ja weg. Das ist mal. Verlasse deine Haltung. Weg den Schleim! Den hast du richtig hart erschöpft. So. Füge 7 Zaun zu, weil. Das ist quasi ein gratis Angriff, aber der war das Mal nicht so gut. Mische eine Einsicht. Kegel hört sich geil an. Kegel. Du weißt nur eine Energie kostet. Pro Gegner im Kampf 7 Schaden zu. Aber ist es auf einen oder auf alle? Wahrscheinlich auf einen. Es klingt wie auf einen, weil sonst steht da immer greife alle an oder sowas. Ja, dann, kann, kommt drauf an, was du halt für Gegner bekommst, aber das kann ganz gut sein. Wie viel Schaden macht ein normaler Strike? 6? 6. Es ist ein minimal besserer Strike. Aber das ist halt eine echt tote Karte gegen zum Beispiel diesen Boss. Ja. Ich glaube, ich will mir nichts ins Deck mischen, was nicht perfekt ist. Anschlusshieb ist halt im Zorn richtig. Oh, die lässt sich nicht auf die Karte angreifen. Ich kann die halt gratis spielen, weil ich krieg wieder Energie, wenn ich angegriffen habe. Und um in Zorn zu gehen, muss ich angreifen. Zorn ist ein Angriff bei mir. Ich nehme die einfach mal mit. Ich habe halt keine Ahnung von ihr. Zu wenig gespielt. Ich auch nicht. Das wird schon. Oh. Pass auf, zum Beispiel könnte ich jetzt. Warte, wie viel hast du? 5, 6, 7, 8. Boah, du bist eine dumme Hure einfach. Ja, du sollst. Was denn? Du hättest. Egal. Ich hätte sie töten können. Ja. Du hättest den einen töten können. Und dann mit Wunder hättest du trotzdem. Ne, warte, doch, dann hättest du. Ja, weißt du was, hast du recht. Ich glaube, ich hätte weniger Schaden bekommen dadurch. Ich schlag die nur immer gerne an, dass die keinen Block mehr haben, aber da hätte ich jetzt 2 sparen können. Oh, ha. Hast gedacht, du lebst, Arschloch! So. Was haben wir hier? Behalten. Behalten ist cool. Spähe 1, erhalte 2 Block, füge 3 Schaden zu. Ich glaube, das ist. Oh, das ist hier die oberste Schaden. Achso. Oh. Wenn es noch ziehen wäre, wäre es cool. Aber was ist. Kann man die verbesserte Version davon anschauen? Ja, wahrscheinlich nicht hier. Nee, man kann hier. Nicht. Irgendwo konnte man, aber das anscheinend nicht. Ich glaube, ich nehme die. Weil Spähen ist auch recht gut. Es gibt Karten, die immer, wenn du spähst, kriegst du irgendwas. Entweder Block oder kannst ziehen. Das ist ein bisschen Block und es ist ein bisschen Schaden für 0. Das habe ich gern. Und ich glaube, hier kann man gucken. Ja. Okay, dann schauen wir, was die Späh gerade verbessert. Das geht auf 8 Block. Ausbruch wird billiger. Wachsamkeit gibt mehr Block. Das wird weggeklickt. Das gibt mehr Block. Das wird stärker. Oh, ich will nicht. Das kriegt bei allem eins mehr. Ich behaupte einfach mal, dass das wahrscheinlich sogar deine beste Karte zu verbessern wäre, wenn ich mir so anschaue, was da passiert. Ich glaube Zorn, weil du willst ja genügend angreifen dann. Heilen Max TP. Wann ist der nächste Shop? Weil Relikte sind natürlich geil. Aber der nächste Shop ist aber weit weg. Ja, ich würde. Ich glaube, ich nehme nicht die. Ich würde einfach drauf scheißen. Ich würde nicht mal die Max-CPs nehmen, sondern einfach so heilen und dann kannst du nämlich beim Bonfire geile Sachen machen. Schmieden, ja. Ist immer geil. Ich weiß mittlerweile bei der giftigen, verbessere eine Karte. Schmerz! Ist diese geile Verliere beim Ausspielen anderer Karten, ATP, das ist nicht aber kacke jetzt. Moment, du. Sag mal. Verbessere am Anfang jedes Zuges eine zufällige Karte auf deine Hand und für den Rest des Kampfes. Jedes Zuges? Wenn du ein kleines Deck hast, ist es ganz cool. Aber eine zufällige wird halt meistens Verteidigung sein. Ja. Was okay ist. Warte, heißt das, ich sehe, welches Relikt ich bekomme? Ja, links. Aber. Boah, Schmerz ist halt bei einem kleinen Deck kacke. Ja, ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, ob mir. Ich würde fast einfach jetzt eine Karte gratis verbessern. Ja, ich würde auch. Weil der Shop ist weit weg und wir haben gesagt, wahrscheinlich.
Ausbruch wolltest du? Ja. Es wird halt billiger, dann kann ich mehr angreifen. Ich habe zwar Wunder, aber bei den Eliten habe ich Wunder nicht so lang. Ein Wunderland. Schmiede. Bin ich jetzt Wachsamkeit? Ich weiß nicht, Wachsamkeit spiele ich manchmal einfach nur so, ohne den Block zu brauchen. Was kannst du? Ich glaube... Ich hätte das gesagt. Ja. Mal gucken, wie gut es wird. Wie gesagt, wir lernen jetzt. Ist kein Katalysator leider. Aber was soll man machen? Ist so oder so recht lang. Weil. Nicht unbedingt. Weil links kriege ich eine Elite und ein Bonfire. Aber dafür. Ja, kann wenn du rechts gehst, dann kannst du trotzdem noch links. Ja. Aber danach überlege ich gerade. Ich glaube, du bist mit mir ohne okay. Scheiß direkt den Zorn, den Trank benutzen, wenn ich du an deiner Stelle. Das ist ein Arschloch. Ja, das ist wirklich ein Arschloch. Das ist ein Angriff. Boah, ich will Wachsamkeit fast nicht auf die Hand bekommen. Aber das will ich auf keinen Fall, das werfen wir weg. Dann mach ich Anschlusshieb, weil gratis. Ja. Schlagen. Und Wunder noch kann ich, guck mal. Weiß ich auch irgendwo. Ich krieg jetzt auf jeden Fall Wachsamkeit. Du brauchst irgendwie eine Möglichkeit, Gegner noch zu debuffen. Ja, wär nett. Okay, warte, der macht nur 6 Schaden, das ist relativ easy peasy. Ich würde einfach draufhauen, so gut es geht. Der wird am Ende 8 Schaden machen. Weil ich die Fertigkeit ausspielen muss. Musst du welche? Leerer Körper, um meine Haltung zu verlassen. Ich würde drauf scheißen. Ich habe halt gar keinen Block. Warte. Wunder und leerer Körper müsstest du machen, dann kriegt er. Da muss ich 2 Fertigkeiten spielen. Also und dann. Das, ja, gut, dann würdest du 2 weniger Schaden nehmen. Ich würde einfach aufpassen. Jetzt bin ich vulnerable. Aber jetzt ist er tot. Finde ich scheiße. Muss den zweimal angreifen, hatte Lust drauf. Oh, was kannst du? Tränke werden nach jedem Kampf hinterlassen. Das ist okay. Das ist sehr viel passives, gutes Zeug. Spät 2 Karten, ziehe eine Karte. Damit kannst du wissen, welche Karte du ziehst, weil du kannst die du nicht willst, wegwerfen. Das ist das. Immer wenn du die Haltung änderst, erhalte 4 Block. Ich würde tatsächlich, weil du sagtest, es gibt coole Spähsachen, darauf gehen und hoffen, dass wir die coolen Spähsachen bekommen. Ja, okay. Also pass auf, meine Überlegung ist, gehe ich jetzt links lang, kann ich einen Elite machen und danach noch ein extra Bonfire abstauben. Am Ende kommt ja sowieso mal eins. Rechts, ich werde wahrscheinlich nicht den Super Elite machen, könnte ich aber ein Bonfire holen und einen Shop. Du hast aber nicht viel Geld. Ja, das stimmt. Also würdest du sagen, normaler Elite Bonfire. Mhm. Okay. Vor allem, da dein Leben ganz gut aussieht. Ja, ist okay. Okay, ihr seid schaut mal. Los. Kleine Nichols. Boah, ich würde ja jetzt schon gerne. Mein Problem ist natürlich, dann tun die mir weh. Du kannst aber all deine Angriffe raushauen. Alle was ist dein spielen. Weil eine Angriffskarte 0 kostet. Okay, aber wir rechnen erstmal. 9. Killt keinen. Dann haben wir 12. Ich würde den ersten. Ja, der debufft mich blöd. Ich glaube, der macht mich vulnerabel. Mit Ausbruch und Schlag kann ich ihn killen. Noch ein Schlag killt ihn. Schlag und Anschlusshieb. Einfach machen. Ich würde den Trank. Ja, ich... Du kriegst ja eh nach jeder Runde einen Trank darum. Nee, jeder Kampf. Lass mal sehen. Füge 3x3 Schaden zu einem Zorn an. Es kostet übrigens 0. Pro Gegner 7 Schaden, ist glaube ich jetzt gerade echt gut. Ja, ich weiß. Füge 8 Schaden zu, weil die letzte Fertigkeit, wenn der einen verwundbar. Ja, mit Kegeln kannst du den. Ja, ich gehe jetzt erstmal in Zorn. Den zweiten kaputt machen. Kannst du machen? Wieso machst du nur 14 Schaden? Pro Gegner. Füge pro Gegner im Kampf 14 Schaden. 14 pro Gegner. Also ja, es wird 4x 14 machen. Es hat du Sinn gemacht! Oh! Du! Und, oh Gott, den 18 Dude weg. Du kannst. Kannst du nicht sogar beide töten? Ich würde.
Warte mal. Easy. Oh nee. Ich habe den Trank gebraucht, aber dafür haben wir das in einer Runde gemacht. Ich verbessere deine Handkarten. Das ist nett. Nimm mal zu Beginn des Zuges ein Zertrümmern auf dir. Zertrümmern ist echt gut. Das ist, sind je Runde 12 Schaden. Weißt du, in der Ruhe bist du. Ach so. Ich weiß nicht, was das erste ist. Wähle einen aus drei Angriffen aller Farben. Nimm ihn auf die Hand. Erschöpft. Ach so. Das ist quasi wie mein Trank, nur dass ich von jedem Charakter Angriffe bekommen kann. Mhm. Die aber meistens einfach nicht so gut. Ich glaube, Macht ist nett, weil das ist dick Schaden. Und ich kann die halt behalten, bis ich im Zorn bin. Behalten heißt, ich, die bleiben auf der Hand. Kampf 5 klingt super nice. Das erste, das Problem bei dem ist, dass die halt Energie kosten, die Karten, die du bekommst. Ja, aber Macht bleibt halt. Mhm. Ich krieg halt jede Runde, das finde ich ganz nett. Außerdem kann ich mal ganz kurz gucken. Schicksalsschnitt erstmal. 9 Schaden, 3 Spähen. Und das angeboren. Angeborene Macht finde ich immer ziemlich nett. Das und dann einfach die Strikes raushauen. Mhm. Madroschka! Ich meine. Ich bin noch nicht so weit, dass ich die Schlüssel verstehe. Weil ich habe, als ich gespielt habe, also hauptsächlich viel das Spiel gespielt habe, gab es die Schlüssel noch nicht. Ja, die Schlüssel sind einfach, wenn du alle drei hast und die kriegst du halt drei verschieden. Den blauen kriegst du in der Truhe, kannst dafür das andere nicht nehmen. Den roten kriegst du am Bonfire, aber dazu musst du auf Rasten und Schmieden einmal verzichten. Mhm. Und der grüne. Ich glaube, den kriegst du einfach mal beim Kampf. Also der grüne ist immer der leichteste. Mhm. Lass mal sehen. Wir haben Ausbruch und Wachsamkeit. Allerdings ist der teuer. Machen Gegner Doppelschaden? Dann ja, wenn ich wütend bin. Ich würde sagen, Ausbruch, Schlag, Wunder, Wachsamkeit. Allerdings ist das halt ein ziemlich billiger Ausbruch. Aber ich krieg den ja wieder, der ist ja nicht weg. Du könntest auch noch zusätzlich dann. Also Ausbruch kannst du sowieso machen, was schon verbessert ist, aber du kannst alle die Karten, die du in der Hand hast, verbessern. Das ist voll die gute Idee, ja. Dann krieg ich 2 Energie. Ich hätte gern Schlag. Ich greife immer die an, die gesinkt sind, weil die greifen halt gleichzeitig auch an. Dass du den halt kaputt bekommen kannst. Das heißt so, 12 Block und... Oh, guck mal, was ich kann, yay. Yeah. Jetzt kriege ich zwar diese Scheiße auf die Hand, aber der müsste in der nächsten Runde relativ wahrscheinlich tot sein. Ja, der ist kaputt. Der will auch angreifen, denke ich. Ja, ja. Die wechseln immer ab. Die sind relativ einfach. Das mache ich einfach mal. Füge 7 Schaden zu. Ist ein besserer Schlag, das nicht zu spielen. Ist dämlich. Moment, 7 plus 6 ist 13. Aber dann hast du noch einfach Glück. Ich glaube, den Block will ich nicht. Ich verlasse deine Haltung. Was du machen? Wenn du das einsetzt, kriegst du da Energie? Ja. Wenn ich die Haltung verlasse, krieg ich Energie. Easy. Ja, einfach Glück und Schlag. Späh. Nee, ich glaube, die will ich in der nächsten Runde schon ziehen. Die werfe ich nicht weg. Mhm. Die ist ganz gut. Nein, den in der Mitte, Damage. Oder? In der Hoffnung, dass du ihn kaputt bekommst, wenn du in Zorn gehst. Weil wenn du den in der Mitte kaputt... Oh, wenn du den kaputt bekommen hättest, dann würde dich in der Runde darauf niemand angreifen. Also hättest du einfach safe Zorn gehen können. Ja, mal sehen, ob ich Zorn jetzt bekomme. Ich kriege auf jeden Fall Zertrümmern, haben wir nice. Kein Zorn. Aber die Wachsamkeit ist okay. Ja. Allerdings ich sogar... muss ich die später spielen. Ich glaube, ich mache. Oh, warte. Was denn? Achso, ja. Ich will jetzt halt das machen, dass ich den gratis spielen kann. Gut, mach. Pam. Oh. Verteidigen weg, brauchst du nicht. Ausbruch ist super nice, weil dann machst du den in der Mitte bestimmt kaputt. Die Frage. Ach, du kriegst direkt? Ja, ich zieh jetzt. Oh. Warte mal, kriegst du? Warte, wie viel macht Ausbruch? 9? Wie viel macht Zertrümmern? Nicht genug, oder? Nee, außerdem kann ich dann Wachsamkeit nicht mehr spielen. Ich glaube. Ja, wenn du den in der Mitte noch kaputt bekommen hättest, wäre es halt cool gewesen. Ja, aber ich glaube, wenn ich den mit weniger KP nicht kaputt bekomme. Nicht Wachsamkeit. Hast du gerade einen Eingriff eingesetzt? Wenn ja. Achso, warte, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe wieder eine Karte verwechselt. Richtig. Alter! Flaschenschwer. Ärgerlich. So, hoffen wir kommen nicht nur genommen auf den
Schnöds. Warte. 12, ja, der hintere ist tot. Reicht. Ja, machen wir dich einfach tot. Gib ihm! Einfach mal Glück haben. Ja, weg mit dem Verteidigungsscheiß. Wieso bist du verbessert? Achso, ich habe den Trank genutzt. Er hatte 7 Block, verlasse deine Haltung, könnte helfen. Allerdings will ich einfach auf Zorn kommen. Also weg. Und boxen. Boom! Voll in die Fresse! Bam! Voll in die Fresse! Ich glaube, ich mache das hier ähnlich wie bei FTL, nur dass ich nicht die Aufnahme beende. Das ist jetzt ganz cool, aber hey, der Zug ist relativ einfach. Easy peasy! Nicht hauen. Okay, der ist tot. Ich sehe viel Scheiße, aber ich hau auf dein Maul. Er kaut dich auf dem Maul. Das ist ein sehr gutes Relikt. Feenflasche. Nett. Er hält die 2 Mantra. Mantra ist nämlich, dass wenn ich 10 Mantra habe, kriege ich Göttlichkeit. Und das ist richtig krass. Ja, aber ich weiß nicht, ob es dafür zu spät ist, sich auf Gitz doch umzuändern. Na, ich ändere mich ja nicht. Die kann ich ja immer spielen, wenn ich sie bekomme. Bei Bossen wird ja. Wobei, wir haben so viele Karten. Was ist Einsicht? Da ziehe ich einfach 2 Karten. Der 6 Block Mischer in Einsicht, ach so. Mischen, Wenn du halt änderst, ne? Ich glaube, ich will nichts davon in dem Fall. Ja. Dann habe ich noch ein konstantes Deck bisher. Und Schleime, Dude! Ich würde einfach wütend werden und ihn nicht über die Hälfte, aber so weit wie möglich machen. Also, wenn du kannst, 34 Schaden machen. Okay. Weg mit dem Block. Warte, doch. Ziehst du danach? Ich ziehe. Dann ist eigentlich egal. Oh, dann doch, du willst den Schlag ziehen, also nicht beide wegmachen, weil dass du dann bei der nächsten Runde, was auch immer kommt, ziehst. Wieso zieh ich jetzt den Schlag? Warte mal, wie viel Schaden macht man? 35, was heißt ein Schlag würde reichen, dass ich teilt, was ich nicht will? Ja, richtig, ich meinte, du jetzt kriegst du halt die andere. Ja, Anreiter. Ich dachte, ich ziehe die rechte jetzt mit der Karte, das hat mich verwirrt. Egal, der ist jetzt sowieso am Arsch. Der ist ganz schön doof. Du kannst einfach zertrümmern und Anschluss ziehen und ich glaube, ist er dann schon tot? Oder so, nee, ist egal. Teilt sich auf jeden Fall. Du brauchst keinen Bock mehr. Anschluss hieb gratis. Zertrümmern. Oh, hast leider keine Angriffskarte mehr. Ich würde. Und dann verlasse ich die Haltung einfach, falls der mich angreifen will. Ich meine, ich brauche jetzt nur 2 Angriffskarten. Richtig. Das ist ein Easy. Und eine kriege ich auf jeden Fall. Easy. So. Ja, werden. Ach so, ja, ich krieg 2 auf jeden Fall. Ups. Finde ich scheiße. Und Anschlusshieb. Den hast du gegeben. Oh. Funktioniert soweit ganz gut. Was ist das denn? Das ist teuer. Ich glaube, der Schicksalsschnitt ist nicht schlecht. Ich würde auch drauf gehen, weil wir hoffen immer noch, dass wir spät Synergy bekommen, was halt cool einfach nur Glücksspiel jetzt ist, was dumm sein könnte, aber egal. Aber spähen ist auch so ganz nett. Wir könnten auch einfach irgendwas bekommen, die Eiscreme zum Beispiel, die Energie überträgt. Oder wenn wir zum Beispiel aus der Ruhe in den Zorn gehen, kriegen wir mal viel Energie und ziehen einfach Karten mit Angriffen. Angeboren hätte ich dich gern. Ja. Wobei, ich guck mal ganz kurz noch, du wirst einfach stärker. Ja. Du bist nice. Ich glaube, es wird alles stärker. Du hast nichts, wo zum Beispiel Energie runterkommt. Ja. Im Kampf im am Anfang spielen ist geil, dann kriege ich immer mal jetzt zertrümmern. Die machen einfach 12 Schaden ohne Zorn. Greifst du an, ja, du bist ein Mongo. Kriegst aber easy genug Block. Ja. Ich könnte sogar meine Haltung verlassen und nochmal Energie holen. Das. Ja. Oder ich gehe aufs normale Verteidigen. Hä, nee, leere Körper schon smart, weil dann, wenn du Energie bekommst, kannst du ihn einfach noch angreifen. Zack.
Ich würde nur eine davon. Warte, willst ich du. Ich würde keine haben? Wegwerfen, dann kriege ich im nächsten Zug eine. Eine kriege ich jetzt und eine dann im nächsten Zug. Weil die müsste ganz Schlag. Oben liegen. Das wird nicht mehr gemischt, denke ich. Sehen wir jetzt gleich. Ja, die Frage, gleich, ob du überhaupt Schlag haben. Achso, du kannst ja gleich einsetzen. Aber es ist die Frage, ob du im nächsten Zug überhaupt einen Schlag haben willst. Oder ob dir die andere Karte über sind, die Mehrschaden machen. Weil der Trümmer kommt auch noch. Ich glaube, er ist tot, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich kann zwei Karten danach einsetzen. Was heißt. Er ist tot. Okay.